Servus und herzlich willkommen im Comicladen. Mein Name ist Marc und das ist mein Video zum Hawkeye Staffelfinale. Wir sehen uns die Folgen 5 und 6 genauer an und werfen einen Blick auf die Top-WTF-Momente des Finales, das nicht nur spannend und heiter, sondern durchaus auch emotional war und viel MCU-Feeling verbreitet hat. Wenn ihr das erste Mal hier auf dem Kanal seid, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Marvel- und DC-Analysen der Filme und Serien. Eigentlich überflüssig, aber an der Stelle auch nochmal eine Spoilerwarnung, falls ihr die Folgen 5 und 6 noch nicht gesehen habt, denn wir reden über alles. Es gibt aber auch ganz milde Spoiler für Spider-Man No Way Home, also achtet auch darauf, falls ihr den Film auch noch nicht gesehen habt. Ja, da wir einiges zu tun haben, gehen wir jetzt ganz schnell ab durchs Intro und dann geht's los. Der Titel der Episode, Ronin, spielt nicht nur auf die Vergangenheit von Hawkeye während des 5 Jahre dauernden Blip an, sondern auch darauf, dass wir in dieser Folge den letzten Auftritt und das wahre Ende von Ronin sehen. Die Anfangsszene spielt im Jahr 2018, also direkt nach dem Ende des Black Widow-Films, nach Civil War und vor bzw. während Infinity War. Die Audioschnipsel sind ebenso aus dem Black Widow-Film entnommen wie die Filmmusik, die immer wieder in dieser Folge auftaucht, immer dann, wenn es um Natasha oder Yelena geht. Plot Twist, diese Black Widow ist nicht gehirngewaschen. Wieso? Außerdem ist sie die sympathische Auftragskillerin von nebenan, die mit dem Hirne wegpusten von wem auch immer viel Geld von wem auch immer bekommt und damit auf großem Fuße lebt. Die muss man nicht aufhalten. Alles cool, alles cool. Yelena wird weggesnappt. Preisfrage. Wusste Natasha das in Avengers Endgame und hat sie deswegen so hart darum gekämpft, sich selbst statt Clint zu opfern? Wollte sie ihre Schwester retten? Was denkt ihr? Yelena ist wieder da und diese Szene spielt dann nach dem Black Widow-Film, aber vor dessen Post-Credit-Scene nach Infinity War und praktisch unmittelbar vor dem finalen Kampf in Avengers Endgame. Eigentlich logisch, aber wir haben es für die Timeline-Fetischisten unter euch nochmal erwähnt. Ja, die fiese Eleanor Bishop liebt ihre Tochter offensichtlich und Liebe lässt die Leute in Hollywood und im wahren Leben immer dummes Zeug tun. Außerdem erklärt Eleanor, dass Kates Zukunft immer noch da, nur jetzt eben anders ist, als sie vielleicht dachte. Klares Foreshadowing davor, wie es mit Eleanors Zukunft weitergeht. Cassie versucht Maya davon abzuhalten, weiter nachzuforschen in Sachen Tod ihres Vaters, Ronan und so weiter, weil sie abgelenkt ist und das Shady Business darunter leidet und weil der Kingpin sonst stinkig wird. Ich nehme Cassie ab, dass er sich ernsthaft um Maya sorgt, auch wenn wir wissen, dass er sich noch mehr um sich selbst sorgt. Grooming ist das, was er mit Maya eigentlich macht, ebenso wie das, was der Kingpin mit ihr macht seit Kindestagen oder auch was Eleanor mit Kate macht. Das ist clever in der Serie thematisiert. Die Girls' Night mit Yelena Belova und Kate ist eins der Highlights der Folge, abgesehen vielleicht vom großen Reveal und sie ist auch ein bisschen zu lang, aber die Szene dient hauptsächlich dazu, Yelenas Motivation deutlich zu machen, denn sie wurde angeheuert. Die persönliche Rache ist quasi der Bonus, die Extra-Motivation, die Extra-Mile. Sie macht außerdem klar, dass sie sehr gefährlich ist und Kate jederzeit ausschalten könnte. Fun Fact am Rande, Mac and Cheese aus der Packung schmeckt scheiße. Aber immerhin schafft es Kate nachzufragen, was wohl die Motivation der Person sein könnte, die Yelena anonym angeheuert hat, was später dazu führt, dass Yelena herausfindet, in wessen Auftrag sie eigentlich unterwegs ist. Außerdem Referenz an den Black Widow-Film und Red Guardian, als Yelena erwähnt, ihr Vater habe ihr einst, smart wie er ist, gesagt, eating food is good for you, also Essen ist gut. Clever, muss ich mir merken. Yelena erwähnt, dass sie die neue Freiheitsstatue sehen will. Das ist ein kleines Spider-Man-Easter Egg, denn im Film findet da der finale Kampf statt, bei dem die Statue zerstört wird. Das ist übrigens kein Spoiler, denn das sieht man auch in den Trailern. Der Abgang von Yelena mit dem Haken, den wir ja auch schon beim Kampf auf dem Dach gesehen haben, ist die gleiche Technik wie die von Natasha, die sie wiederum einsetzt, um Clint am Felsen in Vormir festzuhalten, damit er sich nicht opfern kann, da er Familie hat und Natasha niemanden sonst, naja, außer ihm und eben ihrer Schwester, die sie retten will. Dazu gibt's dann auch wieder die Black Widow Filmmusik. Wie gesagt, in dieser Folge kommt das öfter vor, vor allem eben bei den ganzen Natasha/Yelena-Szenen. Der Pizzadoc ist bei Grills, das ist gut für alle, die sich gefragt haben, wo der Hund geblieben ist. Außerdem bekommt er mehr Pizza, das ist lustig. Bitte füttert eure Hunde nicht mit Pizza. Jack Duquesne wird verhaftet, aber es ist inzwischen ja allen klar, dass er von Eleanor als Bauernopfer, als Strohmann missbraucht wird.
Seine Aussage, dass es eine Verwechslung sein muss, weil er noch nie einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte, glaube ich ihm sofort. Die Gespräche mit Amon dem Dritten in Folge 1 untermauern das ja auch. Dann eine große Referenz an den ersten Avengers-Film und die erste quasi Assemble-Szene, wenn ihr so wollt. Denn an genau dem Ort wurde ein Denkmal gebaut und dort hält Clint seine kleine Rede mit Natasha, nennt sie stur und dass sie immer gewinnen musste, was natürlich auch ein Hinweis auf die Vormir-Szenen ist. Deshalb spielt auch im Hintergrund dann die Musik aus genau dieser Szene in Endgame. Kate fällt dann wieder ein bisschen aus der Rolle und macht Teenie-Kram, statt sich altersgerecht zu verhalten, aber okay, es war ganz witzig. Die Tracksuit-Mafiosi-Bros machen schlechte Beatboxen und lustige Andeutungen auf die Royal Tenenbaums und die Sopranos, weil die halt auch alle Jogginganzüge tragen. Naja, manchmal muss es halt der kleinste gemeinsame Nenner sein, ist okay. Das Wichtige an der Szene ist die Einladung für Maya zum Werkstatt-Date. Das Gespräch von Clint mit seiner Frau Laura macht dann wieder klar, dass sie vermutlich mindestens eine ehemalige SHIELD-Agentin ist, denn sie weiß sofort, wer der Big Guy ist, der gemeine dicke Onkel, und sie ist insgesamt einfach viel zu abgebrüht für eine normale Hausfrau, aber das gehen wir ja in diesem Video dann auch nochmal durch. Nochmal eine mega Daredevil und Kingpin-Referenz beim Fatman-Repair-Schild, der dicke Mann, Anspielung auf Wilson Fisk, wie der Kingpin eigentlich heißt. Kingpin ist ja nur ein Titel und es gibt quasi viele Kingpins, aber hier ist es mit dieser hellen, fast weißen Schrift sehr klar dargestellt. Dazu das große D mit den Farben von Daredevil im Vordergrund, also spätestens jetzt sollte man als Comicleser auf jeden Fall auch ohne meine ständigen Hinweise wissen, wer der Onkel ist. Clint kommt dann als Ronin zu Fatman Repair auf den dortigen Verkaufsplatz, schaltet Kasi mal wieder aus und ein paar von den Tracksuit Bros. Und dann zeigt er Echo, obwohl sie eine gute Gegnerin ist, dass er trotzdem noch besser ist und sie töten könnte, wenn er das wollte. Spoilert ihr aber auch, dass er von einem Informanten angeheuert wurde, im Auftrag ihres Bosses Tracksuit Bros zu töten, darunter auch Echos Vater. In den Comics ist das ähnlich, nur bringt Fisk Echos Vater eigenhändig um und adoptiert Maya dann und wieder Grooming überzeugt sie davon, dass Daredevil der Mörder ist. Die beiden sprechen sich aber später aus und werden sogar ein Liebespaar. Das wird hier nicht passieren, schon alleine, weil man Daredevil durch Clint Barton ersetzt hat, aber auch hier weiß Maya jetzt Bescheid. Wir finden dann gemeinsam mit der maximal unauffällig gekleideten Yelena heraus, dass es Kates Mutter ist, die sie angeheuert hat, um Clint Barton zu töten. Wir dürfen davon ausgehen, dass das ein indirekter Befehl vom Kingpin ist, der Eleanor nahelegt, die Situation, dass sich ein Avenger in ihre Angelegenheiten einmischt, zu bereinigen. Da das aber Eleanor nicht selbst macht, vergibt sie den Auftrag an Valentina de Fontaine, die wir ja aus Falcon und The Winter Soldier schon kennen und eben aus der Black Widow Post-Credit-Scene, die sich offensichtlich eine eigene Version der Thunderbolts zusammenstellt. Valentina wiederum vergibt den Auftrag, wissend um die persönliche Motivation mit ein bisschen Manipulation der Wahrheit an Yelena, yada yada, here we go, und unsere Theorie, dass Eleanor eine Schurkin ist, hat sich bewahrheitet. Ach, schön, wenn man recht hat. Das Finale ist dann der große Reveal der Folge, tada, es ist der von allen vermutete Kingpin. Nicht so eine große Überraschung, trotzdem super und cool, dass er wieder von Vincent D'Onofrio gespielt wird. Eleanor ist also eine Geschäftspartnerin von ihm, sie arbeitet also faktisch mit der Mafia zusammen, was auch unseren Verdacht erhärtet, dass sie Amon mit einem von Jacks Schwertern, naja, vielleicht selbst getötet hat oder hat töten lassen, das weiß man jetzt nicht so genau. Extra Easter Egg-Punkte gibt's dann noch für die Titelmusik vom Grinch-Film, die im Hintergrund läuft, weil der Kingpin praktisch jetzt Clint Weihnachten verdirbt. Finde ich cool. Und am Ende der Credits sieht man dann noch die Silhouette vom Kingpin über der Stadt in dieser, ja, Comic-Abspann-Szene. Und daran sieht man dann spätestens, dass es jetzt sehr kingpinig und sehr real wird. Ob der Kingpin jetzt aber wirklich der Kingpin ist, den man aus den drei Daredevil-Staffeln von Netflix kennt, oder ob es ein anderer, neuer MCU-Charakter ist, der halt einfach genauso aussieht, aber einen anderen Hintergrund hat, wissen wir nicht ganz genau. Wir erfahren es auch nicht im Rahmen dieser Serie und wird wohl eher was sein, das dann woanders geklärt werden muss. Wir wissen von Kevin Feige, aber natürlich auch durch andere aktuelle Produktionen, dass Matt Murdock, aka Daredevil, ins MCU kommt. Aber auch da wissen wir nicht, ob es jetzt der Netflix Daredevil sein wird oder auch hier ein neuer Charakter, für den die absolut perfekte Besetzung von Charlie Cox quasi Fanservice ist, damit der Übergang leichter fällt. Dann wiederum ist auch John Bernthal gerüchteweise als Punisher bestätigt, also da kämen jetzt schon viele Zufälle zusammen und ich glaube schon eher, dass wir wirklich das originale Netflix-Universum bekommen und ich glaube, dass wir auch Luke Cage und Jessica Jones noch sehen werden, was mich sehr freuen würde. Was denkt ihr dazu? Glaubt ihr, dass das Netflix-Universum komplett rüberkommt oder glaubt ihr, dass die Leute quasi neu interpretiert und eben nur mit den bisherigen Schauspielern besetzt sind, weil die Besetzung halt sehr gut war? Schreibt es mir in die Kommentare und dann spekulieren wir gemeinsam ein bisschen rum. Hier machen wir jetzt aber erstmal weiter mit den Top-WTF-Momenten der finalen Folge und die hat es ja durchaus in sich.
Dann sehen wir gleich zu Anfang der Folge den Kingpin endlich in voller Pracht und der weiße Anzug ist eine direkte Anspielung auf die Comics. Wilson Fisk gibt es in eben diesen schon seit 1967 und Amazing Spider-Man Nummer 50 ist also echt schon eine Weile dabei. Und er trägt in den Comics nahezu immer diesen weißen Anzug und auch den Stock hat er relativ häufig, den er aber nicht braucht. Also das ist so zur Zierde oder halt zum Leute K.O. prügeln, weißt du. Wir erfahren außerdem, wie Eleanor Bishop mit dem Kingpin überhaupt erst in Kontakt kam. Denn es war eigentlich ihr Mann, also der, der während des Kampfs um New York im ersten Avengers-Film, was wir am Anfang der Serie sehen, ums Leben kam, der bei Fisk hoch verschuldet war. Sie hat dann eben den Kampf überlebt mit der Tochter und musste aber jetzt die Schulden ihres Ehemannes begleichen, wofür sie die gemeinsam gegründete Sicherheitsfirma Bishop Security verwendet. Vermutlich, um Fisk dann geheime Informationen zukommen zu lassen. Und er erwähnt ja, dass es für beide Seiten lukrativ war, also hat er vielleicht Konkurrenten ausgeschaltet und Aufträge beschafft. So in der Art dürfte das gewesen sein. Außerdem erledigt Eleanor aber auch via Sloan Ltd. und der durch diese Scheinfirma bezahlten Tracksuit Mafia auch dreckige Aufträge für Fisk, wie zum Beispiel den Überfall auf die geheime Auktion. Das war also im Grunde ihr Ding, sie hat das veranlasst. Ja, dann kommt so ein kleiner, wichtiger so Climax-Moment, denn Kate bekommt alles, was sie in den letzten 5 Folgen wollte, nämlich so die offizielle Anerkennung inklusive Partnerschaft mit dem Bogenbernd. Super gut und von da an wird auch eigentlich die gesamte Folge gemeinsam verbracht, bis auf dann so das Finale, wo es dann für jeden um die persönlichen Dinger geht. Aber ja, gut für dich, Kate. Auf jeden Fall ganz gut ist dann die Montage mit den vielen, vielen verschiedenen Trickpfeilen. Dabei fand ich am lustigsten, dass Kate an diesen Gag aus Folge 2, meine ich, oder, anschließt, dass man quasi nie weiß, welche Pfeile man da jetzt vor sich hat und labelt die, weil sie dann bestimmt im Kampf Zeit hat, die einzelnen Pfeile zu prüfen und zu lesen und wegzulegen, falls der gerade nicht richtig ist. Und es sieht auch später gar nicht total random aus, was sie alles so verschießt, aber naja, die Szene soll uns natürlich zeigen, dass Clint ihr erklärt und zeigt, wie man die Trickpfeile macht. Denn sowas gehört natürlich zu den Sachen, die man nur einmal im Leben sehen muss, damit man sie später perfekt kann, ja. Genau wie er ihr später auf der Weihnachtsparty praktisch in 5 Minuten beibringt, wie der Secret Service den Präsidenten auf offiziellen Anlässen absichert. Eh klar. Naja, aber es ist halt nun mal so, dass eine zweite Staffel bestätigt ist und in der würde ich dann wenig bis gar keinen Clint Barton erwarten. Rhyme Monster Deluxe, Junge. Sondern da geht's dann nur noch um Kate und deswegen bringt er ihr jetzt eben alles so bei im Schnellverfahren. Ja, weiter. Ja, auf geht's dann zur, sie nennen es eine Weihnachtsfeier, ich nenne es eine Weihnachtsgala oder Weihnachtsveranstaltung, bei der Jack Duquesne mit dem Schwert an der Seite auftritt, um allen zu zeigen, dass er trotz anderslautender Verdachte niemanden mit dem Schwert ermordet hat. Das ist an sich schon, ja, ein bisschen schräg und auch ein bisschen lustig, aber der Hammer ist halt, als er dem kleinen Arschlochkind sagt, dass er sich, wie jeder andere auch, an dessen kleine Einpinkelung in den Hamptons erinnert. Und dabei avanciert der von Tony Dalton absolut genial gespielte Jack Duquesne zu meinem absoluten Lieblingscharakter aller Zeiten im MCU. Und ich verlange, hörst du, Kevin Feige, ich fordere eine Jack Duquesne Swordsman-Serie und zwar zackig, sonst komme ich mal rum hier, Kevin, so geht das hier nicht. Dann wieder Yelena Belova im extrem unauffälligen Aufzug. Das finde ich ganz witzig, dass sie quasi nicht genug vom realen Leben weiß, um sich wirklich unauffällig zu kleiden und sie ist bestimmt unter dem Mantel nicht schwer bewaffnet und ausgerüstet. Ich frage mich schon, ob so Events mit so voll vielen superreichen Leuten eigentlich keine Security haben? Vielleicht könnte man sich darauf einigen, die LARPer, die hier inkognito eingeschleust wurden, als Security zu bezeichnen. Einerseits finde ich auch das immer so, naja, also logistisch hinterfragen darfst du das nicht, weil da wurde ja sicher irgendeine Firma angestellt, haben die sich alle als die Firma ausgegeben oder hat Kate ihrer Mutter gesagt, nee, ich kenne da wen oder wie ist das abgelaufen, dass die da alle so auf dieser Party quasi wie so Agenten installiert sind. Und ja, irgendwie ist es doch schon von Kate auf jeden Fall, aber das ist ja auch zu erwarten, aber auch von Clint super verantwortungslos, so harmlose Rollenspieler in echte krasse Situationen mit Gangstern und Mafiosi und Black Widow Killerinnen zu verwickeln, oder? Aber auch hier, okay. Yelena und Kate im Aufzug sind für mich dann fast schon das wahre Highlight dieser Folge. Das war wirklich super witzig und der Moment, in dem Kate das neue Kostüm zeigt und dabei kurz so stolz schaut, war absolut super großartiges Kino. Ich habe wirklich gelacht, auch über den super raffinierten Plan, einfach alle Knöpfe im Aufzug zu drücken. Ich fand es wirklich großartig und ich finde auch die Chemie zwischen Hayley Steinfeld und Florence Pugh fast besser als die zwischen ihr und Clint. Also
und ihr und Jeremy Renner. Also hat für mich wirklich sehr gut funktioniert. Ganz, ganz tolle Szenen. Auch sehr sympathisch dann noch die kurz nach dem super badass Fast Takeout von Hawkeye durch Yelena. Die ist einfach so badass. Echt. Die Szene dann mit Thomas von dem Bros, der zwar tierisch verprügelt wird, sich aber dabei noch für die Beziehungstipps von Kate aus einer der früheren Episoden bedankt. Nicht schlecht. Nochmal ein extra WTF-Punkt für Jack, der riesen Spaß dran hat, die Gegner mit Schwert und Faust der Reihe nach zu erledigen. Habe ich schon erwähnt, MCU, Lieblingscharakter, Swordsman-Serie, jetzt, Kevin, sagte ich das schon? Es bleibt doch eigentlich erstmal lustig, oder? Clint wrestelt Cassie komplett weg und das ist doch auch schon ein Running Gag an sich, denn wie oft wurde Cassie jetzt von Clint total zerlegt? Das dritte Mal, oder? Der finale Kampf im Rockefeller Center ist dann nochmal so eine kleine Referenz an Spider-Man No Way Home. Also wenn ihr ihn echt noch nicht gesehen habt, dann skippt mal schnell 30 Sekunden vor und macht da weiter. Denn in den letzten Szenen des Films schwingt sich Peter Parker im neuen, selbstgenähten und so viel cooleren Kostüm durch New York und ebenfalls durch das winterliche Rockefeller Center, in dem auch der Weihnachtsbaum bereits steht. Spidey schwingt sich also während der Ereignisse von Hawkeye ebenfalls durch die gleiche Gegend. Gelungenes Worldbuilding, danke, weiter. Es gibt dann nochmal einen Costume-Reveal, denn Clint trägt das Outfit, das die LARPer für sie gemacht haben und das natürlich an den Comic-Run von Matt Fraction und David Aja erinnert. Ich find's auch ziemlich cool, dass sie das eingebaut haben. Die Kampfszenen Rücken an Rücken auf dem Eis erinnern mich persönlich von der Dynamik her dann ein bisschen an Avengers Age of Ultron, wo Barton und Natasha gemeinsam kämpfen und auch so ihre Witze über Budapest machen, die jetzt, wo wir irgendwie wissen, was in Budapest passiert ist, irgendwie komisch und unpassend wirken. Aber trotzdem, das ist meiner Meinung nach kein Zufall, sondern ein weiteres Easter Egg. Kate freut sich über Trickpfeile und Vertrauen. Sehr sympathisch. Jeder, der jemals einen Ego-Shooter gespielt hat und ähnlich schlecht ist wie ich, weiß, dass Kate, wenn sie diesem Blendpfeil wirklich so nachgesehen hat, wie es hier in dieser Szene aussieht, selbst genauso geblendet ist wie ihre Gegner und damit praktisch raus ist. Der Typ hier, der das Gas verprügeln will, ist so geil und hat auf jeden Fall einen eigenen WTF-Punkt verdient. Absolut herrlich. Hawkeyes Assemble. Da liegen doch jetzt viel, viel, viel weniger Bewusstlose, als eben noch Gegner ins Center geströmt sind, oder? Wo sind denn die alle? Und die wurden schon ganz schön schnell erledigt, richtig? Diese Szene wirft jetzt übrigens viele Fragen auf, meine Lieben, und wir müssen kurz darüber sprechen. Erstens, die Tracksuit Bros im LKW wussten vielleicht, dass die Bogenheinis im Center sind. Okay, aber nicht wo genau, also nicht auf den Meter. Also woher wollen sie von da oben wissen? Sie können offensichtlich nicht hinunterschauen, wo sie hinfahren müssten, um die beiden da unten zu überfahren. Und selbst wenn, ist es schon ein bisschen selbstmörderisch, in dem Tempo da runterzuballern und das Beste zu hoffen, oder? Abgesehen davon, dass nicht mal Legolas so schnell den richtigen Pfeil hätte ziehen und treffen können, gibt's nach diesem kleinen Mini-Easter Egg in Form der Erwähnung von Scott Lang noch die Eule aus dem Weihnachtsbaum, die dann kommt und den LKW mitnimmt. Wieso macht die das? Die jagt doch sonst auch keine Spielzeugautos, die ist doch nicht doof. Was passiert dann außerdem mit den beiden an sich ja harmlosen Bros? Ich meine, kriegt die Eule das Auto auf und frisst die beiden? Schlimmer Tod, oder? Falls nicht, wie kommen die beiden winzigen Bros von dem Baum oder whatever, Haus, keine Ahnung, runter, auf den die Eule sie gebracht hat? Das ist für die ja eine Million Mal größer und du kannst nicht runterkommen, also... Und selbst wenn, an wen wenden die sich und wie überleben sie den Weg dahin? Zum Beispiel zu Doctor Strange oder so. Wie klingeln die da? Also das führt mich allgemein zu der Frage, wie skrupellos Kate jetzt schon ist. Die verletzt schon ihre Gegner, teils schwer. Und ich würde auch sagen, deren Tode werden mindestens mal leichtfertig in Kauf genommen. Was wird denn Cap dazu sagen? Was sagt denn ihr dazu? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Was sagt ihr hier zu der gnadenlosen Superhelden in Spee-Brutalität? Dürfen auch Avenger-Azubis schon so raushauen? Ja, dann wieder Cassie. By the way, null Selbsteinschätzung. Der ist wie eine von diesen DSDS-Casting-Flitzpiepen. Der weiß überhaupt nicht, was er kann und legt sich ständig mit Gegnern weit außerhalb seiner Gewichtsklasse an. Ist doch sonnenklar, dass Maya ihm den Arsch versohlt. Es wird auch noch eine zurückliegende Beziehung thematisiert und dann bekommt Cassie eine Stange so ein paar Zentimeter in den Bauch und stirbt praktisch sofort, also scheinbar zumindest, was irgendwie typisch Hollywood ist. Beim Helden kannst du einen Durchschuss der Schulter haben, kein Problem mehr nach 5 Minuten, ja. Genauso wie es übrigens in der Hawkeye-Serie nie wieder eine Rolle gespielt hat, dass Clint Barton praktisch taub ist, mindestens mal auf einem Ohr. Das hat nur für ein paar frühe Gags gereicht und zur Erklärung, wieso er Gebärdensprache kann. Und dann war es offenbar egal. Ein Schelm, wer vermutet, dass Marvel hier mal wieder eine Agenda vor eine ihrer Produktionen gespannt hat, um weitere Minderheiten zu bedienen, aber naja, es ist ja auch nicht verkehrt, das zu machen.
Aber andersrum ist es halt auch so, dass die Leute in den Filmen und Serien dann oft so sang- und klanglos an Sachen sterben, wo ich jetzt gesagt hätte, naja, es ruft doch erstmal einen Krankenwagen. Das tut bestimmt irrsinnig weh so im Bauch, aber man kann das schon überleben, oder? Der Schauspieler von Cassie hat auch irgendwie sowas in dem Interview gesagt, so wie, ich würde gern in der Echo-Spin-Off-Serie auftauchen. Also vielleicht lebt er ja doch noch. Ihr kennt ja die Regel, wenn man die Leiche nicht sieht und die nicht beerdigt wird, dann heißt der vermeintliche Tod erstmal gar nichts. Und das wird auch gleich nochmal sehr wichtig. Erstmal kurz, aber egal, Meyers Rache Part 1 erledigt, Part 2 kommen wir dann gleich zu. Quasi parallel dazu findet der Kampf Barton vs. Yelena statt, wobei der durchaus auf Augenhöhe stattfindet. Muss auch so sein, denn auch mit Natascha konnte Barton ja durchaus mithalten, solange die nicht alles gegeben hat und sie war ja die beste aller Black Widows. Wenn wir jetzt nicht implizieren, dass Yelena auf jeden Fall die zweitbeste ist, sollte Clint sie schon besiegen können, was dann ja letztlich auch so irgendwie passiert, als er sie mal so mit diesem Warte-mal-kurz-Moment festhält. Ja, der Kingpin taucht dann auch nochmal auf und zeigt, wie super stark er ist. Das passt generell zu den Comics, denn auch da ist Wilson Fisk wirklich so riesig. Kleiner Kopf, aber riesen Körper. Aber das ist praktisch alles Muskulatur. Der ist super stark, das ist gar kein Fett. Ja. Deswegen wird der oft von seinen Gegnern unterschätzt. Und bevor Spider-Man in den Comics immer stärker wurde, sodass der selbst LKWs rumwerfen kann, ja, das konnte der am Anfang nicht, hatte selbst Spider-Man richtig große Mühe gegen den Kingpin, wie auch viele andere Superhelden. Hier in der Serie müsste man jetzt vielleicht klären, wieso genau der so brutal stark ist, denn so krass war das in der Daredevil-Serie nicht. Eine denkbare Erklärung wäre natürlich ein Kontakt zu Sharon Carter, aka Power Broker, dem Supersoldatenserum, durch das Sharon über Val und den US Agent, aka John Walker, vielleicht Zugang hat. Aber ich nehme an, das finden wir noch heraus. Ja, Hawkeye ist safe tot nach den Schlägen mit der Stange von Yelena. Der Coinflip-Trick und der zu gefährliche Pfeil schalten den Kingpin dann erstmal aus. Als hätte irgendjemand von uns in der Vergangenheit schon mal angekündigt, dass das im Finale nochmal vorkommen würde. Dann findet die große Aussprache zwischen Yelena und Clint statt, als ob wir nicht alle gewusst hätten, dass sie sich natürlich aussprechen werden. Ich meine, das passt ja auch und es ist okay und beide spielen es auch super. Und dass Clint mit diesem geheimen Pfeifsignal zeigen kann, dass auch er Natascha sehr nahe stand und sie ihm sehr fehlt, passt schon so zum gesamten Kontext und ja auch zum Black Widow-Film. Es ist auch sehr emotional gespielt, vor allem von Florence Pugh fand ich, aber überraschend war es natürlich trotzdem nicht. Ebenso wenig überraschend ist, dass der Kingpin natürlich die Explosion überlebt hat und dann von Maya gefunden wird. Das ist auch so ein Filmding, dass die immer wissen, in welche zufällige Seitengasse man jetzt fahren muss. Also, woher bitte wusste Echo, wo Wilson Fisk sein würde? Das ist so doof, echt. Aber okay, sie konfrontiert ihn, die Kamera schwenkt weg, man hört einen Schuss und dann weiß man natürlich, dass der Kingpin nicht tot ist. Wir wissen es sogar extra genau, denn im englischen Original sagt er zu ihr, dass Familie nicht immer Eye-to-Eye ist mit allen Entscheidungen. Und Eye-to-Eye, so heißt in den Comics genau die Storyline, in der Echo herausfindet, dass nicht Daredevil, sondern er ihren Vater umgebracht hat. Sie bekommt ihn dann auch mit einer Pistole allein zu fassen und zwingt ihn, ins Mündungsfeuer zu blicken, woraufhin er für eine Weile blind wird. Und das wäre ja hier mehrfach passend. Einerseits verliert er dann nämlich auch einen wichtigen Sinn und das rückt ihn natürlich sowohl näher zu Maya und es rückt ihn aber auch noch näher zum blinden Matt Murdock alias Daredevil. Ich bin mir sicher, dass wir Fisk das nächste Mal mit Sonnenbrille oder Augenbinde in einer der kommenden Serien sehen werden und ich könnte mir vorstellen, abgesehen vom Echo-Spin-Off natürlich, mit dem aber erst 2023 zu rechnen ist, dass er auch in der She-Hulk-Serie vorkommen könnte, vielleicht verklagt er ja wegen seiner Blindheit die Stadt oder Kate Bishop oder so, ne, weil das war ja keine ordnungsgemäße Festnahme oder sowas. Und ja, Echo hat für Sloan LTD gearbeitet, also ne, vielleicht gibt, okay, wir werden mal sehen, aber so was könnte ich mir vorstellen. Aber mal sehen, was kommt, er nicht, aber wir schon. Ja, dann wird noch angedeutet, dass Jack jetzt vielleicht zu den Rollenspielern geht und vielleicht mit Bombshell anbandelt, das fände ich ganz nice. Also wäre cool, wenn wir die beiden Staffel 2 wiedersehen. Ich würde mich vor allem über Tony Dalton mega freuen. Natürlich nimmt Clint dann Kate und den Pizzahund mit zu sich nach Hause und wir finden endlich heraus, was es mit Laura Barton auf sich hat. Die Uhr, wie wir ja auch in der Vergangenheit schon mal vermutet haben, gehört tatsächlich ihr. Es ist eine Uhr von S.H.I.E.L.D. und es ist auch noch eine 19 eingraviert. Sie ist also Agentin 19 und das ist in den Comics selbstredend Mockingbird. Und Bartons Frau ist die MCU-Version davon. Das passt, denn auch in den Comics ist Clint mit Bobby Morse, wie sie in den Comics heißt, verheiratet.
Hier könnte es natürlich sein, dass sie auch Bobby Morse hieß, aber dass vielleicht Laura ihr Mittelname ist oder sowas und sie den jetzt verwendet eben und dann ja Clint geheiratet hat. Also heißt sie jetzt Laura Barton. Eigentlich würde sie vermutlich aber Bobby Laura Morse Barton heißen oder so. Naja. In den Comics hat Mockingbird später auch was mit Spider-Man, das fand ich eigentlich ganz cool, aber naja, das alles spielt natürlich hier jetzt keine Rolle, ebenso wenig wie, dass es eine Agents of S.H.I.E.L.D. Version von Mockingbird gab, aber die spielt laut Kevin Feige im MCU ja keine Rolle. Die stellt ihr euch also am besten als variable Timeline eines anderen Universums vor und Adrian Palicki's Version von Mockingbird ist eine Variante von Laura. Jetzt wisst ihr aber auch, warum man echt alle Serien und Filme gesehen haben oder dem Comicladen-Dude auf YouTube folgen sollte, um da echt alle Zusammenhänge noch mitzubekommen. Außerdem verbrennen sie noch den Ronin-Anzug, auch wenn ich nicht ganz sicher bin, wieso sie das nicht schon früher gemacht haben, statt das Ding mit rumzuschleppen, wo man es potenziell noch verlieren könnte. Und dann gibt's noch ein bisschen Spaß mit Varianten vom Hawkeye-Namen, wobei Clint eine Idee hat, die spricht er nicht mehr für uns hörbar aus, aber natürlich schlägt er ihr vor, dass auch sie sich von nun an Hawkeye nennt, wie sie das in den Comics ja ohnehin macht. Ja, last but not least bekommen wir dann als Mid-Credit-Scene noch den gesamten Musical-Auftritt zum Song I Can Do This All Day zu sehen. Das ist ja logisch eine ganz witzige Idee und da es sich um professionelle, echte und teils sehr bekannte Broadway-Darsteller handelt, die das performen, ist es schon authentisch und hätte bestimmt im wahren Leben Erfolg. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn bald das erste Avengers-Musical irgendwo auftaucht oder falls es sowas vielleicht schon gibt, ich kenne mich da nicht so aus. Trotzdem ist es natürlich aber ein bisschen schade, dass man die Gelegenheit nicht genutzt hat, um irgendeine Klammer zu einem der kommenden oder bisherigen Filme oder Serien noch zu schließen. Das wäre natürlich nochmal toll gewesen, aber okay, ist auch so ein ganz schöner Abschluss. War auf jeden Fall eine spaßige Serie, aber ich bin jetzt auch mal ganz froh, dass ein paar Wochen Ruhe ist mit neuen Marvel-Produktionen bis Doctor Strange und die nächsten Serien werden ja auch erst Mitte nächsten Jahres kommen. Ich nehme an, Moon Knight wird das nächste. Da komme ich jetzt endlich mal zu meinem Spot-On zum Black Knight und ein paar Comic-Reviews und ich würde mich freuen, euch dann da wieder begrüßen zu dürfen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses ziemlich lange Video gefallen hat, aber waren halt zwei Folgen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und teilt das Video gerne per WhatsApp, Telegram, Facebook, was immer eure Plattform ist. Kostet euch nichts, aber mir hilft es halt vom YouTube-Algorithmus so ein bisschen besser gefunden zu werden. Ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, passt bitte auf euch auf und bleibt gesund. Kommt gerne auch mal auf den Discord-Server zum Labern. Der Link ist zusammen mit ein paar anderen ganz coolen Partnerlinks in der Videobeschreibung. Und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis bald.